Moin liebe Musikfreunde, dieses Mal noch ein weiteres Book Review von mir und zwar zum Fridolin Band 1 von Hans-Joachim Teschner, eine Schule für junge Gitarristen. Wie schon gesagt, eine Schule für junge Gitarristen. Ich habe jetzt hier die Ausgabe ohne Begleit-CD. Es gibt auch die Ausgabe mit Begleit-CD, die ist ein wenig teurer. Ich habe für meine Ausgabe jetzt ungefähr 20 Euro bezahlt. Vielleicht ein bisschen weniger, 18, 19. Sicher bin ich mir gerade nicht. Und habe damit ein Buch erworben, was ich jetzt schon seit mehreren Jahren zum Unterrichten nutze, weil ich es gerade für Kinder sehr, sehr ansprechend finde. In diesem Buch ist es so, dass wirklich am Anfang sehr, sehr viel erklärt wird, also wie die Gitarre aufgebaut ist und was man mit der Gitarre nicht machen soll. Wir finden dann auch direkt eine Übersicht über die Saiten und werden im ganzen Buch von diesen beiden kleinen Personen, nämlich Fridolin, das ist der Hase, meine ich, und seinem Freund, dem Bären, wie der jetzt gerade heißt, weiß ich gerade nicht, tut mir leid, begleitet und die zeigen den Kindern oder die zeigen uns das Gitarre spielen. Am Anfang sind normale Rhythmusübungen, wo quasi nur eine Seite immer angespielt werden muss mit dem Daumen und dann geht es erstmal um Viertelnoten und halbe und ganze Noten, das ist ganz schön gemacht. Und dann kommen die restlichen Seiten irgendwann dazu, bis wir dann dahin kommen, dass wir irgendwann schon verschiedene Noten spielen können und auch so kleine Songs entstehen wie Jingle Bells, was besonders für Kinder in der Weihnachtszeit ganz schön ist. Und dann am Ende geht es über Versetzungszeichen, also Kreuze und Bs, hin zu richtigen Stücken, die ein bisschen aufwendiger sind für die Kleinen, weil es ja durchaus immer noch eine Schule ist für Kinder. Zum Beispiel, der Mond ist aufgegangen, wo wir direkt das in F-Dur haben. Und dann wird auch das Auflösungszeichen noch erklärt. Also ein rundum wirklich, wirklich schönes Buch, sehr gelungen. Ich persönlich finde es vom Preis akzeptabel, obwohl es nur 80 Seiten sind und darin jetzt nicht so viel Inhalt ist. Verglichen mit dem Buch Abenteuer Gitarre von Jens Kienbaum, wo man für 25 Euro 250 Seiten bekommt mit CD, finde ich so 20 Euro für 80 Seiten ohne CD doch happig. Ich kann es aber auch allen, trotzdem allen Eltern empfehlen, die das nutzen wollen, damit ihre Kinder Gitarre lernen. Es ist zweifelsohne nicht für das Selbststudium bestimmt, sondern eher dafür, dass das mit einem Lehrer durchgenommen wird. Man könnte damit sicherlich auch Selbststudium betreiben, aber dann wirklich nicht im kleinen Kindesalter, sondern wenn man schon etwas größer ist. Und ich glaube, da ist dann auch das mit dem Hasen und dem Bären nicht mehr ganz so angebracht. Ja, soweit zu dem Buch. Mehr habe ich nicht zu sagen zu dem Buch. Schaut doch mal rein, sagt mir, was ihr von dem Buch haltet und ich freue mich auf ein paar Kommentare von euch. Bis dann und tschüss. Das war's schon wieder. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Like da. Direkt unter mir könnt ihr den Kanal abonnieren, so verpasst ihr keine Videos mehr. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Viel Spaß und keep on rockin'.